So, wir sind wieder zurück im Leuchtturm und wir machen auch gleich mal weiter. Und zwar gehen wir hier entlang. Und jetzt kämpfen wir gegen diese Girls. Sie hatten nur ein Meryl. Ein kleines, schwaches Meryl. Unser Bugsy wird das Meryl schnell besiegen. Gut so. Noch eine Attacke und es ist Geschichte. Bounce. Und tot. Bye bye, Meryl. So. Jetzt werde ich ein bisschen mein Sushi trainieren. Da es auch Training braucht, wie jedes Pokémon. Und wir halten Angeberei. Taktisch auch eine sehr nützliche Attacke, aber ich werde es keinem meiner Pokémon beibringen. Und auf dem DS habe ich lange Zeit nicht bemerkt, dass man hier durch kann. Und erst irgendwie nach, was weiß ich, wie vielen Minuten habe ich es endlich entdeckt und konnte weitermachen. Und wir erhalten ein Sonderbonbon. Bonbon, Sonder. Und hier ist auch eine nette 3D-Grafik, wie ich finde. Sieht schön aus. Ja. Also ich finde das Spiel an sich wirklich ein sehr gutes Spiel und extrem viel besser als Platin, denn Platin hat mir nicht so sehr gefallen. So, jetzt ein Krabi. Aber ich werde trotzdem mit meinem Sushi probieren, dieses Krabi zu besiegen. Und zwar mit Rückzug-Hieb. Okay. Ich versuche es mal mit Glut und wenn es nicht klappt, dann wechsle ich doch zu Watt über. Geht doch schon viel besser. So. Obwohl Glut nicht effektiv ist, macht es ihm doch ziemlich viel Schaden. Und ich erhalte hoffentlich mein Level Up, ja. Sehr gut. Level 25 schon. Als nächstes kommt Krabi, noch einmal. Und wir bleiben mit Sushi drin. Und wir setzen erneut Glut ein. Bounce. Das setzt den Lehmschuss ein, was sehr effektiv gegen mein Sushi ist, aber. Und sogar noch ein Volltreffer und unsere Genauigkeit senkt. Initiative meine ich. Haha, so ein Lacker. Aber ich besiege ihn trotzdem. Denn ich bin einfach besser als er. So, der Matrose wurde auch besiegt. Wir holen uns dieses Item. Und wir machen auch gleich weiter. Ja. Und hier ist ein Vogelfänger, glaube ich. Ja, ein Vogelfänger und hat drei Pokémon. Und zum Glück nicht irgendwie fünf Taubsis oder so. Sondern nur drei. Vielleicht drei Habitats nur, keine Ahnung, wir werden es sehen. Also ein Habitat habe ich besiegt. Das nächste kommt Ibitak. Dieses Ibitak sollte auch kein Problem sein. Bounce. Oh, okay. Wird doch vielleicht etwas länger dauern als gedacht, aber egal. Wir machen weiter vor Flammenrad. Bedaunt. Und er setzt Verfolgung ein. Und wir setzen Flammenrad ein. Bounce. Und wir erhalten einen hoffentlich riesigen Erfahrungsboost. Ja, geht noch 693. Und das nächste kommt Habitak. Und ich erhalte hoffentlich mein Level Up. Habitak Level Up. Flammenrad. Ja, Level Up. Und sogar noch ein Volltreffer, aber das wäre nicht nötig gewesen. Und ich erhalte Level 26, haha. Und der Vogelfänger ist besiegt. Und wir erklimmen die Leiter weiter hinauf. Und hier ist nichts. Seltsam, seltsam, seltsam. Okay, gehen wir einfach weiter. Und hier sind wieder ein Matrose, zwei Matrosen. Ha. Bounce.
bam, bam, und der hat nur ein Pokémon, und zwar ein Quapuzzi. Diesmal wechsle ich aber mein Pokémon. Und zwar zu Baxi. Wieso setze ich nicht Vati ein? Ja, gute Frage, aber Vati wird noch genug Gelegenheiten kriegen, Level hinaufzusteigen. Ihr werdet auch sehen, wann und wo und wieso. Ja. Bounce. Aquaknarre. Aber wir sind natürlich stärker als dieses schwache Quapuzzi. Bounce. Eros. Und 280 Erfahrungspunkte für jeden. Für jeden, außer Vati, Visor, Togepi und Mogelbaum. Aber sonst für jeden. Und hier ist schon der nächste Matrose. Mal schauen, was er so auf Lager hat. Hoffentlich ein Mascholo. Ja, Mascholo. Denn das kann ich jetzt mit meinem Sushi besiegen. Pounce. Nein, noch nicht tot. Gesichter, oh, bringt viel. Unser Sushi ist natürlich ein Geist-Pokémon. Schaut ihn noch an mit seinen Geisterattacken wie Glut. Ja, ja. Sushi ist schon extrem geistreich. Los, Baxi. Und 6 Minuten und 40 Sekunden wurden schon aufgenommen. Den Turm werde ich wahrscheinlich noch schaffen. Baum, baum. Psch. Sehr gut, Aquaknarre. Kein Problem. Und nochmal Aeros. Bam. Und Kapuzzi ist down. Da geht er down, da geht er down. Das nächste setze noch einmal Mascholo ein und ich setze meinen Sushi ein. So, Mascholo. Und Flammenrad. Press. Ja, ein Volltreffer und damit ist auch diese Mascholo-Geschichte. Und wir nähern uns dem Ende des Leuchtturms entgegen. So, noch dieses Item nehmen. Ein Superschutz. Gut, gut, gut. Schutz ist gut. Und hier ist schon die Arena-Leiterin. Oh, hallo Fokka, bla 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 bla. Ja, mach die Tür auf. Ich mach die Tür auf. Und see you later, Arena-Leiterin. Denn sie wird wahrscheinlich, sie wird noch nicht in der Arena sein. Und ich muss in die nächste Stadt eilen. Und um in die nächste Stadt zu gelangen, brauche ich Surfer und da ich Surfer brauche, werde ich ja auf dem Wasser sein. Und auf dem Wasser gibt es viele Wasser-Pokémon und gegen die kann Vati dann kämpfen. So, vorher gehe ich mich zuerst mal heilen und also meine Pokémon heilen und dann kaufe ich mir noch einige Schutz. Da ich nicht jede 2 Sekunden auf einen Pokémon stoßen möchte. So, Pokémon geheilt, alle sind zufrieden. Und wir gehen down. Und wir gehen right. Because there is a Pokémon Supermarkt and we buy a lot of Super Shots. Und zwar Schutz, Superschutz, genau hier. We buy about 50 Superschutz, yes, of course. Denn wir werden sie auch später gebrauchen. So, jetzt gehe ich noch zur Küste und dann sollte auch schon dieser Part vorbei sein. Bla 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 bla. Hier ist schon das Meer. Nur kurz schauen, was hier oben ist. Der Typ versperrt uns den Weg. Egal. So.
Wir bringen noch einen Pokémon, die VM Surfer bei. Surfer, und zwar unserem Sklaven. Denn Sklave hat sich eine neue Attacke verdient, da er die Geistarena, also den Geisttrainer fast alleine zerstört hat. Und ich mache Kratzer weg. So. Jetzt speichere ich ab und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann, sagte ich.